Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Torna the Golden Country. Im letzten Part sind wir in diesem kleinen Dörfchen Hyber angekommen, kurz vor der Wüste, die wir dann gleich durchqueren müssen. Wir haben uns dann beim letzten Mal auch schon Medizin gemacht, damit wir für die Wüste auch gewappnet sind. Aber erstmal wollen wir uns jetzt noch ein bisschen hier im Dorf umsehen und zum Beispiel mit Benny sprechen. Ein sehr schöner Name, ein N so viel und I statt Y wäre noch schöner. Aber trotzdem schöner Name. Wow, toll. Ich habe schon ewig keine Meister und Klingen mehr gesehen. Dieses Dorf ist so klein. Es gibt nur zwei Häuser und ein Gasthaus. Es war mal größer, aber es kommen nicht mehr so viele Leute vorbei. Wenn ihr im Gasthaus von Theo übernachtet, kommt und spielt mit mir, okay? Vielleicht. Mal gucken. Ins Gasthaus will ich dann auf jeden Fall noch reingehen. Martha ist hier auch noch. Die Monster-Oma. Okay. Meister und Klingen, wer hätte es gedacht? Ich bin hier, um Monster zu studieren. Ha, ganz schön aufregendes Leben für eine alte Frau und genauso will ich es. Ihr seht vielversprechend aus, ihr jungen Leute. Vielleicht erzähle ich euch eines Tages davon. Aber wenn ihr mehr über dieses Dorf wissen wollt, tja, dann fragt besser jemand anderen. Ich bin hier nur zu Besuch. Ja, ganz toll. Danke, Martha. na gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass hier auch wieder grüne Fässer sind. Weil die sind ja immer in der Nähe von Menschen, sag ich mal. Ich habe nur bisher noch keine gefunden. Aber es kann gut sein, dass hier welche sind. Deswegen würde ich mich ja schon gründlich umsehen. Aber ist wirklich sehr, sehr klein. Hier. Mit Bas kann ich auch noch reden. Dem Jäger hier aus Hyber. Nett euch zu treffen, Reisende. Oh, dann ist die Brücke von Led also wieder repariert, ja. Hier ist sowieso schon nicht so viel los, aber seit die Brücke kaputt war, kamen überhaupt keine Reisenden mehr durch. Ich bin wirklich froh, dass man die Brücke jetzt wieder überqueren kann. Hört mal, wenn ihr von hier aus die Danak-Wüste durchqueren wollt, ruht euch doch im Gasthaus etwas aus. Die Wüste zehrt ganz schön an den Kräften, selbst wenn man ein starker Meister oder eine Klinge ist. Mhm. Genau, das haben wir auch vor. So, da ist noch Theo. Mhm. Oh, da hinten ist was. So. Irgendwas kann ich da machen. Aha. Es geht. Sehr gut. Mhm. So, ein weiteres. Und Geld vor allem. Rote Pollenkugel wieder. Sensortäuschung, Sensortäuschung. Genau, das mit der roten Pollenkugel, mir ist aufgefallen, die findet man ja... findet man ja immer in grünen Fässern. Weil das ist ja gerade die Quest, dass wir die ganzen roten Pollenkugeln aus den Fässern bergen sollen. Ich weiß nicht, ob die auch in kleinen vorkommen, aber in den großen auf jeden Fall. Kommt die halt immer vor. Ich weiß gar nicht, ob man die, aber hier auch. Ich weiß gar nicht, ob man die für irgendwas anderes braucht, die roten Pollenkugeln. Ich glaube sogar nicht. Ich glaube, die braucht man eben nur für die Quest da. So, her damit. Okay. So, dann alte Maschine auch noch. Gut. Kann ich da hoch? Und ist da dann was? Glaube nicht eigentlich. Kann aber hoch. Ja, scheiße. Ja, aber da ist, glaube ich, nichts. Ich glaube nicht. Okay, dürfte schon passen. So, dann. Hi. Meister und Klinge. Wenn ihr die Wüste Danak durchqueren wollt, solltet ihr euch zuerst mal in meinem Gasthaus erholen. Ich kann noch nicht viel bieten, aber ich tue, was ich kann. Ich bin stolz auf meine Arbeit hier. Immerhin habe ich jetzt 70 Jahre hier durchgehalten. Ja, machen wir mal. Warum nicht? Bitte kommt herein. Hey, you! You wouldn't be Ornelia's former blade, would you? Ornelia? No, I'm... From the Territorial Defense Corps! It is you! What? Oh, I remember him well. Even though I was knee-high to a grasshopper back then. With that sword slung across your back, you were so cool. If you hadn't come when you did, our village would have been... Oh, yes! The house you used to live in is still out there on the outskirts. House? I'll check out the back. Good. Thank you.
terribly desolate. I heard it's been 90 years, but... What is it? Did you remember something? No, it's nothing. Really? That's too bad. I would have liked to have learned about the old you. I am who I am. I do not change. Laura, you okay? What happened? You got me right here. My heart's pounding! Das ist neu, but, glaube ich. That was such an awesome line! What? Jin, you didn't even realize, did you? Sometimes you'll say something and I'll just swoon. But... I don't think any girl could refuse you. No, I didn't mean to. Nuh-uh, you're smooth and you know it. Laura, what are you... Good times, smiling faces. It's her, right? Ornelia here. Yes, I think it is. Standing next to you, with such a goofy, blissful smile. It has to be, I'm sure of it. Are you? Hey, we should take a photo. Really? Of us together. I'm sorry. When did this become a group thing? Me and Jin? Come now, Laura. We all drink from the same well, don't we? That's a wise saying, I think. I don't think that's strictly applicable here. You can't have done this in secret anyway. I've never done this before. Feels nice. Your Majesty, if I may say, it's no time for levity. Aegean, relax. You should be open to new experiences. Oh, fuck. Who did we fall in with here? Okay, ready for the photo? Everyone say, Glarna! There. Aww. How long have you been with Adam? 3 years, maybe? 1 year with Mithra. When my village washed away in a flood, Adam was the one that helped us out. Right. So it wasn't the war then? No, it was. Resources were running low, so we stripped the mountain bare. That's what caused the flood. Hey, Laura. You were looking for your mother, right? Did you get separated during the war? If only that were the case. Oh. There are some things you don't know about me. Things? Mm-hmm. Oh. Okay. Mother used to work as hired help. When I was about 10, she was working as a maid. That was when Jin came into my life. You were a driver at 10. That's right. Things immediately turned bloody. I had to get out of there in a hurry. 17 years later, here I am. Wow, you don't look 27. I would have said 20 at most. Hey, flattery will get you everywhere. Well, just like me and Mick, I guess. Yeah, like plenty of kids out there. That's why I'd like to help, stand by them, just like Jin always stood by me. It's almost more real than real family. Right? Don't you think, Mick?
What? No reaction? I'm really trying here, you know. Ah, it's fine. He's smiling on the inside. Well now, you can tell. Sorta. I see. Well, I'm feeling all inspired now. Just the spirit we'll need if we're going to set this world to rights. Yeah! You can join in, you know. What's that? You don't need to ostracize yourself for being an Aegis. That's not what I'm... I happen to think you've got a lot going for you, you know? Should we really be bringing the kids along? Are you worried? Allrest is a dangerous place right now. The war reaches everywhere. I'm sure we can keep them safe in a normal fight. But if... Where are you going? I want to speak with Adam. At this time of night? I'll see what he thinks about it. And if his mind is made up, there's still no harm done. How long have you been there? Hey! What are you doing in my bed? Mithra. Schlafwandeln wieder mal. What are you talking about? Get out! Interloper! Monster! Hey, quit it! This is where I sleep. It ain't your bed, lady. Oh, you're such a pain in everyone's bum. You know that, you simpleton. Hey, wait a minute. Calm down, both of you. Ow! Come on, take it down. No! What's all the noise? Something up? It's probably better to sit this one out. Perhaps that's wise. Yeah, maybe I'll just ask him tomorrow. Morning. Morning. You're hurt. Are you okay? Yes. I imagine I'll live. Sounded like quite a scene. Yes. Well, I was just collateral damage. Before, you said if you met a child in whom you saw something of yourself, you'd want to help them. I don't have the heart to leave them here. I know. And they've got their own concerns. They want to create a place for themselves in this world. At their age, it's remarkable. I think it's on us to see they don't come to harm. Right. And what a charge it is. Okay. Nun denn, ich hoffe, ihr seid bereit für einen kleinen Abstecher in die Wüste. Und wehe, irgendjemand hat seine Medizin vergessen. Ich nicht. Macht dir keine Sorgen. Milton, Mikal, was ist mit euch? Wir sind beide gut versorgt. Ich habe höchstpersönlich darauf geachtet, dass Mikal auch daran denkt. Dann auf in die Wüste-Schönheit der Wüste, Danek. Von dort aus ist es nicht mehr weit bis nach Oresco. Hoffentlich verlaufen wir uns da draußen nicht. Das wäre übel. Wir müssen die Hauptstadt so schnell wie möglich über Mellors Pläne in Kenntnis setzen. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Mhm. Das habe ich ja schon erwartet, dass wieder eine Sequenz aus dem Hauptspiel zurückkommen würde.
Und so war es auch. Das war auch die, an die ich dachte. Aber es war trotzdem cool, dass dann die zweite Hälfte davon quasi neu war. Und danach ist ja auch noch ganz viel anderes Zeug passiert. Das ist ziemlich cool. So, Benny steht woanders. Und er hat einen Stern. So, bla bla. Aber du hast eine Quest. Was? Der Jäger, okay? Ihr scheint mir sehr fähig zu sein. Ich hätte da einen kleinen Auftrag für euch. Vielleicht habt ihr ja bemerkt, dass in der Nähe unseres schönen Dorfes Glykosen hausen. Ja, viele Gegner hausen da. Ihr würdet mir einen großen Dienst erweisen, wenn ihr einige davon besiegt und mir etwas Glykosenfleisch bringt. Normalerweise würde ich ja selbst auf die Jagd gehen, doch in jüngster Zeit sind die Viecher aggressiver als sonst. Damit würde ich alleine fertig werden. Ohne Glykosenfleisch können wir jedoch keine Hyperfleischbällchen kochen. Und dann können wir das berühmteste Gericht auf der Karte von Tios Gasthof nicht servieren. Außerdem möchte mein Sohn gerade nichts anderes essen und ich sehe ihn nicht gern hungrig. Werdet ihr uns also helfen? Wir verlassen uns auf euch. Okay, kann ich machen? Ich habe, glaube ich, eh noch ein paar Mal Glykosenfleisch übrig. Vielleicht habe ich sogar genügend. Das wäre schick. Mal schauen. Nee, echt habe ich doch keins mehr. Habe ich das alles rausgehauen? Na gut. In der Nähe vom Dorf. Die sind halt da überall verteilt. Keine Ahnung, was der labert. Will ich das mal kurz machen? Das ist ja eine ziemlich langweilige Quest, auch bisher. Vielleicht wird die noch interessanter. Aber einfach nur 5 Glykosen killen. Oder sogar mehr als 5, weil ich ja hoffen muss, dass ich Fleisch von denen bekomme. Ich mach das mal schnell. So, das war kein Problem. Habt ihr das Glykosfleisch dabei, um das ich euch gebeten hatte? Vielen Dank. Jetzt kann Tio wieder seine Spezialität servieren, zumindest für die nächste Zeit. Und mein Sohn kann Hyperfleischbällchen essen, so viel er mag. Also dann, ihr habt euch eine Belohnung verdient, aber... Nun, ihr habt vielleicht bemerkt, dass wir hier nicht gerade im Luxus leben. Jeder Tag ist ein Kampf. Wie wäre es also, wenn ich euch das Rezept für Hyperfleischbällchen gebe? Für ein gutes Bauchgefühl. Tio ist es vielleicht nicht recht, dass ich sein Geheimrezept mit jemandem teile, aber das ist sein Problem. Ich bin jedenfalls dankbar und ich hoffe, dass das Rezept euch gute Dienste leisten wird. Okay. Aber ja, das war vielleicht sogar die schwächste Quest bisher. Einfach nur, bring mir 5 Sachen. Und auch von der Story her war es jetzt auch nicht interessant, finde ich. Mein Sohn verhungert, bitte bring mir Essen. Naja. Gut, aber haben wir trotzdem gemacht. Mehr Ansehen ist immer gut. Yay. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob ich die Wüste jetzt heute noch betreten will. Vielleicht noch betreten, aber dann nicht mehr viel machen in der Wüste. Weil ich denke mal, dass sie ziemlich groß und wüst ist. Und deswegen haben wir da einiges zu erkunden, was ich dann schön im nächsten Part machen will, wenn wir da schön viel Zeit haben dann. Aber ich gehe mal noch in die Nähe. Ah, da oben sind noch 2 Häuser. Achso, das sind wahrscheinlich die von der Cutscene, genau, wo Laura und Shin drin waren. Mhm. Aber da ist noch ein bisschen was. Und hier könnten auch noch grüne Fässer oder sowas rumstehen, deswegen schaue ich nochmal kurz hier um. Oder eine Schatztruhe oder sowas. Ich würde sogar fast wetten, dass hier oben noch irgendwas ist. Also irgendwas anderes als nur Sammelpunkte. Irgendwas Einzigartiges habe ich da schon gesehen. Aha. Sehr schön. So, sehr gut. Genau, mehr rote Pollenkugel und anderes Gedöns. Mhm. Aha. Sogar noch ein Tafelstück wieder. Vielleicht... Und noch... Ja, hier ist ja voll viel tolles Shit. Das habe ich nicht erwartet, muss ich zugeben. Dass ich hier grüne Fässer, Schatzruhe und Tafelstück gleich finden würde. Also war sehr sinnvoll, dass ich hier nochmal hochgeschaut habe. Genau, jetzt könnte ich vielleicht sogar die nächste Stufe wieder erreichen. Weil jetzt habe ich ja wieder, glaube ich, 2 neue Tafelstücke, die ich noch nicht eingesetzt habe in der Höhle. Und vielleicht kann ich damit jetzt die nächste Wand wegmachen und ich komme wieder ein bisschen weiter voran. Ich teste es mal kurz aus. So. Und ja, ihr habt mir schon geschrieben, wie ich vermutet habe... Ja, eine neue. Echt? Ich habe doch 2 neue. Achso, jetzt... Hä? What? Warum habe ich denn jetzt die? Gibt ja gar keinen Sinn. Bisher war das doch der Reihenfolge nach entsprechend. Naja, egal. Auf jeden Fall, wie ich vermutet habe, das hier ist ziemlich Endgame-Shit. Komme ich weiter? Nein, okay. Also, wenn ich das alles geschafft habe und ich die vollen 100 habe und ich komme ganz ans Ende, dann wartet da wohl eine große Herausforderung, wie ich mir schon dachte. Der stärkste Gegner im Spiel, also hier in Torna vielleicht sogar. Also, das wird dann lustig werden. Aber das dauert ja eh noch, bis wir da mal letztendlich ankommen. Aber ich werde da immer weitermachen, weil wenn ich nochmal ein bisschen weiterkomme, dann kriege ich ja auch schon eventuell weitere coole Sachen. Beim ersten haben wir auch eine große Schatztruhe gefunden. Also ich werde da immer wieder gucken, ob ich dann weitergehen kann. Wenn wir alle haben natürlich, dann wird es abgehen. Das wird lustig. Aber erstmal, gehen wir jetzt diesen Weg hier weiter. Zur Wüste hin. Da geht's zur Wüste.
Aber da sehe ich noch eine Truhe. Jetzt warte mal, wenn ich hier nach unten gehe. Nein, ich dachte irgendwie, dass ich da auf so einen Vorsprung kommen würde. Einen, den ich schon mal von oben gesehen habe. Aber da komme ich, glaube ich, nicht hin. Ich weiß schon an sich, wie das geht, nämlich mit dieser Fontäne da, wofür ich Wasser macht oder was ich brauche, was Ichiron hat. Und das muss ich ja noch auf Level 3 kriegen. Das bräuchte ich halt. Aber ich dachte, dass man vielleicht von hier oben sich auch irgendwie dahin cheaten könnte. Aber geht, glaube ich, nicht. Okay. Oh, du bist ein Einzigartiger. Nein. Echt? Das ist ja voll komisch. Taucht da einfach so ein Gegner auf? So ein Jumpscare-Gegner? Ah, deswegen. Ah, scheiße. Das war natürlich nicht schlecht. Aber ich glaube, dass man es schaffen kann, da schnell genug zu sein. Komm runter. Ja. Okay, sehr gut. Ja, dann ist es wirklich nicht so schlimm, dass der Typ da oben auftaucht. Immer noch da. Aber ja, kann mir ja egal sein. Die Truhe haben wir. Sonst ist hier jetzt nichts mehr. Nein, okay. Ja, dann auf in die Wüste. Ja, da wird schon ein bisschen sandiger, der Boden. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon kreischende Schlucht als Wüste zählt. Weil mein nächster Zielpunkt ist ja in 800 Metern erst, was ziemlich viel ist. Ich dachte eigentlich, dass wir halt bei der Wüste ein komplett neues Gebiet betreten würden. Aber ist es vielleicht gar nicht mal. Genau, ist es nämlich nicht. Jetzt hat sich die Karte schon aktualisiert. Ist einfach innerhalb desselben Gebiets noch. Okay. Das habe ich eigentlich gar nicht erwartet. Aber gut. Ach du heilige Scheiße, die ist ja riesengroß. Ich habe gedacht, dass sie groß ist. Hat sogar mehrere Oasen. Okay. Da führt ein Weg hoch. Hier ist irgendwas Specialmäßiges. Hier ist so ein Berg. Da irgendwie ein paar Quests sogar auch. Ja, da haben wir einiges zu tun. Da haben wir wirklich einiges zu tun. Das ist klar. Ich will nur noch einen Reisepunkt haben zumindest. Ja, eigentlich will ich nämlich noch was anderes auch in dem Part machen. Truhe erstmal. Was? Mann, du Arsch. Ja, den muss ich jetzt schnell besiegen. Geh mal runter am besten. So. Wenn ein Gegner ganz weit oben ist, kann man ihn ja trotzdem treffen. Das glaube ich immer egal. Ja, ist es immer egal? Da bin ich mir nicht sicher. Ehrlich gesagt. Aber es ist auf jeden Fall viel wichtiger, wie weit weg ein Gegner ist, als wie hoch er ist. Das ist fast immer egal. So, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. So. Das ist übrigens schwierig, finde ich, bei Minutes abzuschätzen, wie das Timing ist. So, mach mal hier. Dampfexplosion. Weil bei den allermeisten anderen Techniken gibt es halt irgendwie einen finalen Schlag oder sowas, den man macht, den der Charakter macht, und dann ist es ziemlich eindeutig. Aber er schießt halt einfach ein bisschen drauf und ich muss halt wissen, wann der letzte Schuss ist. Aber das ist ziemlich schwierig, das zu wissen. Irgendwie. Also das muss man ein bisschen abschätzen, was gar nicht so einfach ist. Aber ja. Ja, komm. So. Okay. Dankeschön. So, wie gesagt, einen Reisepunkt will ich noch ganz gerne haben. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt da dann diese kleine Schlucht hier abgeschlossen habe und ich dann zum großen Feld quasi komme, wo sich die Wüste dann schön vor uns zeigt, dann wird, glaube ich, ein Reisepunkt kommen. Also jetzt jede Sekunde, würde ich schätzen. Ja, Wüste Danek. Und jetzt wird es gerade dunkel. Okay, ja, da ist sogar noch ein Lager. Aber ich glaube, das will ich dann eben erst alles beim nächsten Mal machen. Die große Wüste dann hier erkunden. Da werden wir auch mehrere Parts wahrscheinlich brauchen. Ich mache mal noch aber eine andere Sache in dem Part. Und zwar noch einen einzigartigen Gegner. Nämlich das Krötenviech. Auf Level 25. Ich habe sogar auch, glaube ich... Genau, ich habe sogar mit allen 25. Also das dürfte, glaube ich, machbar sein. Aber hole ich halt jetzt mal... Ernsthaft jetzt? Du mit 19? Lol. Ja, dann stirb halt schnell. Aber eigentlich kommt dann der spannende Kampf gleich erst gegen den Einzigartigen. Meine Taktik wird aber wieder sein, dass ich so schnell wie es geht 5 Elemente draufhaue, was ja sehr einfach ist, weil ich einfach nur 5 verschiedene Spezialangriffe machen muss mit verschiedenen Elementen und dann Chain Attack und tot. Ist mein Plan. Und das dürfte gut funktionieren, würde ich mal schätzen. Was macht er da eigentlich? Sein Gesicht putzen oder sowas vielleicht. So, dann let's go. Hallo. Picklehoff, der Schmeichler. Bist du wirklich so ein Schmeichler? Ja, ich will ihn jetzt nicht unterschätzen. Weil der hat bestimmt trotzdem starke Attacken und so. Will schon ein bisschen aufpassen. Okay.
erstmal ausbrennen. Nochmal Feuerattacke, genau. Nochmal gleich Dunkelheit. Ja, es war ein bisschen zu früh, mein Timing. Ja, und das war auch zu früh, scheiße. Aber ist egal, machen wir dann Eis. Das war jetzt nicht richtig, aber ist mir egal. Weil das ist schon jetzt das dritte Element. Dann wechseln wir. Dann Elektro kann ich noch gleich draufhauen. Und dann noch Wasser oder Wind, und dann habe ich schon 5. Feuer habe ich vor allem auf. Oder ja, Wasser wäre wichtig, dass ich Wasser drauf kriege. Habe ich jetzt Elektro gemacht? Ne, habe ich nicht. Ich voll Idiot. Mann, bitte. Ey, Chiron, willst du mich verarschen? Wasser wäre eigentlich relativ wichtig, weil Feuer habe ich ja doppelt. Und das kann ich dann easy zerstören in der ersten Runde gleich. Ist sogar ziemlich wichtig eigentlich. Ja, Feuer habe ich schon. Jetzt mache ich erstmal Blitz. Das brauche ich auch ein bisschen länger, als ich eigentlich dachte. So, jetzt Chiron. Ja, Timing ist verkacke ich komplett, ist mir egal. Nein, ich mach nicht Haze, weil ich will, dass Chiron. Nein, jetzt hat er gerade gewechselt! Ja, dann mach halt Stein, ist auch okay. Und mach mal Wind auch noch. Okay. Ja, Rage-Modus sogar. Ich will noch warten, bis es durchgeht, der Windangriff. Okay, so und jetzt? So. Jetzt hat das, glaube ich, sogar 6 Elemente drauf. Ne, sind auch 5, okay. Echt? Ich dachte, es wären 6 gewesen. Na, egal. So, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, weil ich habe ja nur Feuer doppelt. Aber Wasser hat er nicht, deswegen kann ich Wasser nicht safe zerstören, weil Wasser gar nicht da ist. Deswegen sollte ich jetzt nicht effektiv angreifen. Weil, wenn ich effektiv angreife, treffe ich Erde, aber nur Adam kann Erde effektiv angreifen. Dann müsste ich Glück haben, dass einer der anderen Erde angreift. Aber wenn ich jetzt halt durch Zufall Feuer treffe, dann würde es gehen, wegen Ichion. Wenn ich Wind treffe, würde es gehen, wegen Chin. Wenn ich Eis treffe, würde es gehen, wegen Haze. Und wenn ich Blitz treffe, würde es gehen, wegen Hugo. Ja, deswegen Adam, oder mit wem auch immer ich angreife, ich nehme Adam. Nee, nicht Adam. Mithra greife ich da an. Mithra darf einfach nur nicht Erde treffen. Wenn sie irgendeines der anderen trifft, dann ist gut. Mithra. Okay, das passt. Hugo, genau. Und erst schon mal zerstört. Erste Runde ist eigentlich am schwierigsten, finde ich. Jetzt dürfte es dann einfacher werden. Okay. Jetzt habe ich sogar mehrere Möglichkeiten. Ich lasse mal Chin. Okay. So, jetzt kann ich auch dann mit dem effektiv angreifen, weil Chin kann er gleich einfach nochmal und dann eben seinen Wind zerstören. Und das finde ich eigentlich auch ganz sinnvoll. Ja, dann mach mal Adam. Mhm. Ja, das ist halt wirklich so ein riesen Vorteil, dass wir einfach alle Elemente jetzt schon haben. Ist halt übelst krass, im Hauptspiel hat es so lange gedauert, bis ich mal alle Elemente zusammen hatte. Irgendwie. Und hier habe ich einfach jetzt schon alle. Und Feuer sogar doppelt. Das ist nämlich auch ganz gut, wenn man eines doppelt hat. Weil wenn ich halt Wasser drauf bekomme, was eigentlich wichtig gewesen wäre, kann ich halt in der ersten Runde das safe zerstören. Aber selbst wenn ich das nicht schaffe, haben wir jetzt ja gesehen, habe ich trotzdem eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, das trotzdem hinzukriegen. Und das ist halt wirklich gut. Ja. Chiron, ja, passt. Mhm. So, jetzt nochmal Chin. Das ist was ich noch immer nicht ganz verstanden habe. Das habe ich auch im Hauptspiel schon nicht gecheckt. Warum darf Chin jetzt nicht nochmal? Das checke ich nicht. Weil ich habe doch das Timing hinbekommen. Ich dachte, davon würde es abhängen. Das habe ich noch nie verstanden, so ganz. Woran das liegt, dass manchmal die Charaktere auch doppelt in Folge dürfen, aber manchmal nicht. Das ist richtig dumm. Aber gut, es ist trotzdem noch okay, weil Feuer ist ja schon kurz vorm Zerstörtsein und Wind und Erde. Also ich habe eine Dreiviertel-Chance, dass es klappt. Wenn ich nehme Lauer, weil sie ist die Einzige, die nicht effektiv angreift. Ich muss Lauer nehmen. Wenn Lauer Eis trifft, habe ich halt verkackt. Wenn sie irgendeins der anderen trifft, dann ist alles gut. Dreiviertel-Chance, 75%. Danke. Das war knapp. So, hier Adam darf jetzt nämlich nochmal. Das verstehe ich halt nicht. Egal. Ich nehme auch Adam, damit ich das Safe zerstören kann. Da darf ich Chiron nochmal. Sehe ich jetzt gleich. Ja, er darf auch nochmal. Warum durfte Chin nicht nochmal? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe auch hundertprozentig gerade eben bei Chin das Timing hinbekommen. Also ein Exzellent gehabt. Aber ich glaube, das macht eh keinen Unterschied. Aber habe ich geschafft. Verstehe ich nicht. Naja, egal. Aber wir kriegen den vollen Elementbruch. Also ist er tot. Der Big Love. So. Okay. Und hier, Lauer darf auch wieder. Warum durfte Chin gerade nicht? Gibt keinen Sinn. Mann. Ist es auch zufällig einfach ein bisschen?
Vielleicht? Ja, jetzt bei ihr habe ich es verkackt. Aber ist egal. So, Mindelf hat hier noch nicht. Aber ja, also ich würde jetzt sagen, dass die Kämpfe hier... Yeah, dass die Kämpfe sogar deutlich einfacher sind hier als im Hauptspiel. Weil 5 Elemente drauf zu hauen ist ja so easy und geht so schnell. Das war richtig kacke wegen der Zeitlupe jetzt. Jetzt habe ich nämlich deswegen das Timing verkackt. Egal. Und dann einfach Chain Attack und tot. So. Oder meinetwegen auch 6 Elemente. Dann... aber mehr Elemente sind sogar auch ein bisschen riskanter, weil es dann gar nicht so einfach ist, die immer zu zerstören. Also 5 Elemente ist eigentlich perfekt. Einige Harmonieerfolge auch nice. Aber ja, wie gesagt, 5 Elemente draufzuhauen ist super easy. Das war ja oftmals im Hauptspiel das Problem bei mir, dass ich es nicht rechtzeitig geschafft habe, 5 Elemente draufzuhauen. Dass ich erst 3 oder 4 hatte. Alter, was reden die eigentlich alles? Und dass der Gegner aber dann schon im Rage-Modus war. Jetzt hör doch mal auf zu reden, Mann. Und dass ich halt dann gestorben bin, weil der Rage-Modus halt zu krass ist, so. Aber hier kann man das ja so schnell und einfach schaffen, die 5 Elemente drauf zu hauen. Und dann voller Elementbruch und dann war es halt so. Also das ist fast zu einfach, finde ich. Aber in Zukunft werde ich wahrscheinlich froh sein, dass es so einfach ist, wenn dann noch viel schwierigere Gegner kommen, wo ich ansonsten keine Chance hätte. Vielleicht. Aber für den Moment finde ich, dass das zu einfach ist. Irgendwie. Weil da war halt auch im Hauptspiel mehr Planung dabei. Weil das wirklich nicht einfach war, da 5 Elemente drauf zu haben mit dem Faden, die man beachten musste. Und halt nur mit Stufe 3 am Ende eines Pfades. Nur dann gab es ein Element und hier einfach irgendein Spezialangriff und immer ist ein Element drauf. Also wie gesagt, finde ich sogar, ist fast zu einfach bisher. Aber meine Meinung wird sich vielleicht noch ändern. Das sehen wir ja dann. So. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Torna The Golden Country. Beim nächsten Mal haben wir einiges vor, nämlich dieses riesige, aber auch schöne Gebiet werden wir erkunden. Erstmal hier Nebenquest auch, bisschen am Lager chillen, aber dann auch schön die Wüste hier erkunden, die paar Oasen, die es hier gab und ein paar Berge und anderes wieder Höhlen und alles mögliche. Hier gibt es bestimmt übelst viel, was man entdecken kann, vielleicht sogar auch ein einzigartiger Gegner, ein weiterer, der hier irgendwo rumstreuen, den ich auch besiegen kann, hoffentlich. Also ich bin sehr gespannt, was wir hier in der Wüste Dennek dann beim nächsten Mal oder die nächsten Male, wahrscheinlich mehr Parts, was wir hier so alles sehen und erleben werden. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.